Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017 bei Lohnunternehmen Harter. Heute mit dem Falk und mit dem, ich sag mal, ja, fast alle des LUs sind dabei. Moin. 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 Ja. Heute sind wir am Dröschen und ich habe einen Auftrag und da fahren wir jetzt dahin, wenn der Herr Flo gleich kommt. Der kommt ja jetzt da. Ich mach dir mal die Tür auf eben, damit du auch einsteigen kannst. User joined your channel. Servus. Mag mich nicht. Ja, das eigentlich ist das auch irgendwie verkehrt da. Muss man die Tür nicht das umklappen da? Das Rohr ist ausgefahren. Welches Rohr? Wieso ist das Rohr ausgefahren? Welches Rohr? Das ist bei mir so blöd. Oh, steig einfach ein. Geht nicht. Dann hat der keinen Beifahrer. Doch, eigentlich hat der Beifahrer es gehabt. Was ist das für einer? Jetzt geht's auch. Moin. Hi. Wir unterhalten uns die ganze Zeit schon und sagen jetzt vom Weiten, wir schreien uns gegenseitig an. Moin. Wenn er noch so weit weg ist. So, ja, ne, also wir haben hier, was haben wir denn hier? Lektion 780 passt, würde ich sagen. Ja. So, Jungs, oder Minjungen, sagen wir mal, wo es lang geht, wa? Ja, vorne links vom Hof runter. Ja, gut, das weiß ich auch noch selbst, aber. Das wäre schlimm, wenn ich nicht weiß, wo es lang geht. Vom Lohnunternehmen Betrieb hier. Also, wir werden jetzt hier schön. Ihr rechts, ja? User joined your channel. Oh. So, also, wir werden heute. Was müssen wir dröschen? Was? Ich. Moment, ich guck mal kurz auf meinen Notizblock. Chris. Nein, gerade nicht, André. Wieso? Weizen. Nein, oder was? Nicht. Ja, Weizen. Gut, und jetzt links oder rechts? Links. Ja, Leute, ich habe leider keine Rundumleuchten an, weil bei mir gibt's halt irgendwie das. User disconnected from your channel. Fängt ja schon wieder gut an hier. Du musst X, A drücken. Oh. X. Drück X und dann O. Drück X, lass die Karre komplett ausklappen und dann musst du O drücken. Wieso, was passiert denn dann? Dann klappt das Rohr einmal aus, dann musst du wieder O drücken und dann klappt es wieder ein, das ist verbuggt. Als ob das Rohr ausgeklappt ist, normal jetzt. Was habt ihr denn da für Dinger hochgeladen, ey? Oh, ist das eine Katastrophe hier, ey. Moment. Gleich fliegt er in die Luft. Ja. Moment, hast du ihn aufgeklappt? Jetzt drück mal O. Achso, O, ja, O. Und jetzt klappt. O. Ja, genau. So, jetzt ist das Ding nämlich eingeklappt und jetzt drückst du wieder X. Junge, ist das Mietroschein? Komplizierte Technik hier bei Lohnunternehmen Harter, wa? Ja, Leute, es ist verbuggt, ihr habt's gehört, also solltet ihr euch den Mietroschein. Wo gibt's den allerdings zum Runterladen? Haben wir den vom Motosta oder was? Glaube. Ja, gut, wenn der jetzt vom Motosta kommt, also ihr solltet euch den runterladen, denkt daran, dass er halt verbuggt, ne? Falk? Chris, ja. Chris, was gibt's? Ich sag nur so, es gibt mittlerweile schon neue Versionen davon. Ne? Ja, also, ich schätze mal, dass es gefickt ist. Ja. Gefickt. Hier komme ich sogar schon von der Straße ab hier. So. Ja, hier vorne. Nächste Kreuzung links abbiegen, ne? Gut. Links, ja? Ja. Warum ist das Gras hier auf der Straße? Ist ja komisch. User joined your channel. Das wächst wie Löwenzahn durch die Straße durch. Hier links. So, wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier rumkommen, ohne in die Bäume hängen zu bleiben. Hier musst du aufpassen, der hängt recht tief. Ja, Leute, ihr wundert euch schon, wo der zweite Teil kommt. Der zweite Teil des
Grashäckseln kommt. Ich muss das noch bearbeiten. Ich habe es die letzte Zeit jetzt nicht geschafft. Und es wird auf jeden Fall noch, es wird auf jeden Fall noch dann veröffentlicht. Ne? Also das, ich muss da natürlich ein bisschen mehr bearbeiten als gedacht. Und deshalb dauert das auch ein bisschen länger. Wer joint denn da jetzt so liebevoll? Hallo? Ja. Wer da joint? Weiß ich nicht. Björn. Warum sagt er denn nicht Bescheid? Hat er. Hast du? Leise. Nein. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall joint der Björn. So, jetzt wissen wir's. Ja, Hier vorne rechts. Wenigstens sagst du mir pünktlich Bescheid, wann wir rechts abbiegen müssen. Da kommt nichts. Doch, da kommt ein Trecker. Ach ja. Aber der kann bremsen. Ja. Boah, Alter, wie ich hier fahre, Mensch. Ich muss nochmal lernen. Ich habe eine Frage. Wem gehören die ganzen Schlepper am LU? Ja, das frage ich dich ja. Voll. Ich auch nicht. Ja gut, egal, ich verkauf die. Ja Leute, die Drösch-Saison hat ja jetzt angefangen, sag ich mal. Hier vorne links, ne? Bei den meisten schon vor einer Woche, bei mir jetzt erst. Links. Ja, alles gut. Ist, dass du dran vorbeifährst. Nee, wird schon nicht passieren. Jetzt einfach geradeaus durchs Dorf durch. Durchs Dorf durch. 50er Zone. Ja, voll aufpassen, hier gehen die meisten Leute mal über die Straße. Wie zum Beispiel der Herr da. Ja, da gehen wir jetzt Vollgas, damit wir wegkommen. Haben wir gerade noch so geschafft. Ja. Vorne sieht man schon meinen Trigger. Das haben wir verbuggt hier. Und hier vorne rechts ist Weizenfeld, das ist es. Gehört dir die Wiese hier oder was? Ja, die gehört mir. Also das heißt, ich darf da ruhig rauffahren? Ja. Das ist gut. Die Wiese gehört gar keinem. Die will ich jetzt mähen, ihr Kekse. Was wollt ihr da? Da musst du um meinen Wagen drumherum mähen jetzt. Oh, Schomi. Wir Kekse, sagt er. So, dann kurbeln wir ab. Alle, so, abkuppelt. Willst du jetzt ernsthafter mähen? Ja! Ja, vielleicht kann Dings ja hier den wegfahren, den Schneidwerkswagen. Ich? Weil, ja, du, wenn du... Ich mach. Meine Mulde bleibt aber stehen. Oh, das war ein bisschen zu weit. Das wäre nicht so schön. Ah! Oh, der ist aber dran, ne, du. Ist aber ganz schön dran. So, wir machen den LS-Sound ein bisschen lauter. Oh, er ist dran. Damit wir ein bisschen... Kann ich über dein gemähtes fahren? Ja, ausnahmsweise. Da. Oh, jetzt hat er seinen Anhänger da im Wege. Hä, ich sehe Falks Mähdrescher gar nicht. Ich sehe ja nur ein Schleifwerk rumdackeln. Kannst du mal sehen, was das verbuggt ist hier auf unserem Server. Und, ihr sagt, ihr habt keine Probleme, ist nix. Hä? Ich sehe den kompletten Drescher. Da hat einer das irgendwie verkehrt. Normalerweise müsste die Leiter... Wieso klappt die jetzt nach außen, die Leiter? Das ist ja wohl unlogisch. Nein. Falk. Falk. Sag nix! Sei einfach ruhig. Will das ich nicht muss hören. Einmal, ich muss rejoin, Falk. Das ist gerade ein bisschen sehr komisch. Nein. Doch. Kannst eigentlich anfangen. Ich will jetzt nicht fallen, mitten in der Aufnahme. Alter! Mach mal. Muss ich wieder mitfahren? Und zeigen, wo so kleine Huckel und so sind. Wer muss mitfahren? Ich, soll ich dir zeigen, wo kleine Huckel und so sind?
Was willst du denn hier haben? Muss das in Reihe gelegt werden oder nicht? Ja, am besten in Reihe. Mal kurz den Anfang machen hier, gucken. Macht er jetzt... Lass sich so oben rechts mitkommen. Ja, ist ab. Ja, den Vorgewende vielleicht nicht, ne, oder? Ja, Vorgewende nicht. Vorgewende ohne. Hä? Hey, warum ist das denn komm jetzt mal. Nicht umgestellt? Komm mal, geht's aus. Mein Mähdrescher spinnt rum. Ich helfe. Joiner. Ich schicke dich Joiner. Hä? Ah, jetzt. Dam-ni-dam-ni-dum-ni-dum-ni-dum-ni-dum. Jetzt hast du da einen kleinen Haufen. Es ist nicht schlimm. Macht er jetzt immer noch Reihe? Ey, ich sehe endlich einen Falk beim Dreschen. Er macht ja immer noch Reihe. Was ist denn das? Ey. Du musst auf den Komma drücken. Auf den Drescher switchen. Komma drücken. Geh und komm. Paul? Jetzt ja? Brauchen wir noch Heu? Sonst würde ich mit Zettern loslegen. Guck mal ins Lager rein. Da ist nicht mehr viel drin. Ja, dann mach Heu raus. Controller geht wieder. Ja, okay. Bin gerade los. Ja, das sieht ja mal richtig gut aus hier, wa? Jo, die kleine Hütte da vorne, da wohnt der Herbert. Du bist auch so ein Herbert. Boah, die Karre hat aber einen hohen Spritverbrauch, ey. Welche Karre? Der Drescher. So, jetzt machen wir das. Paul, ich leih mir mal eben dein Schnellkuppeldreieck, ne? Jo, das sieht ja mal richtig gut aus hier. Action pur. Vorne wohnen die ganzen Leute. Ja, das Feld ist ja nicht so groß. Paul? Ist einer? Also ich hätte auch noch mal ein größeres Feld gelöst. Ich nehme dann Schnellkuppeldreieck und welchen Schlag soll ich zettern oder welchen? 23. Aber nicht direkt hinterher, erst wenn ich jeder Stück fertig bin. Ja, ich muss erstmal zu dir fahren und dann. Bäume sind hier ganz schön nah am Feld. War schon immer ganz schön knapp. Die Einfahrt. Oh, das war mit dem Schild aber knapp. Du musst hinten in diese kleine Straße da reinfahren, dann links. Ja, habe ich auch gerade gesehen.
Sind wir schon mal Ladebahn gefahren? Ja, stimmt ja. Oh, lecker. Ja, bei mir auch. Alles safe. Nichts. Was? Bist du hochkonzentriert? Ja, so muss das ja sein, ne? Warte mal, deswegen kann ich gerade überlegen. Ja, die Schmutzhülle von der Zapfwelle dreht sich ja mit. Ja, das hatten wir, weil wir den Mod da drauf haben, ne? Den unrealistischen. Das ist so ein Stück unrealistisch, weil die sollte sich eigentlich nicht mitdrehen. Oh! In der Kette daran. Guck mal in der Innenseite. Aber beim Nee, Flo, bei dem Drescher ist das eigentlich normalerweise so. Und bin ja heute noch selbst Drescher gefahren, hab ich das auch gesehen. Also, ja. Wegen Kette und sowas, halt beim Drescher. Ja, weiß ich ja nicht, wir haben ja nur Vorsteck. Da ist der liebe Schomi und der Paul. Du bist ja eigentlich jetzt schon jemanden Wender. Wow, hinter uns sieht man das Getreide, du. Von innen. Guck mal, links, das sind die besten da. Weiß, das ist das Lustige. Fang schon mal an, ne? Nein! Das ist immer, wie voll die Karre ist. Weil wenn sie zu voll ist, ne, dann läuft das hier alles über. Jo, so ist das. Hallo? Ja. Hört ihr mich? Ja. Achso, sorry. Na, kriegen wir viel raus aus der einen Bahn? Was? Kriegen wir aus der Bahn viel raus oder nur wenig? Wie wenig oder viel? Ob wir wenig oder kriegen wir viel Getreide raus oder wenig? Aus den vier Bahnen da. Weiß ich nicht. Kann ich dir doch nicht sagen. Ja, du bist ja der Drescherfahrer. Der gerade tankt, bitte stoppen eben kurz. Ja, was auch immer. Kommt doch drauf an. Tankt gerade keiner, Mann. Sieht mich schon geil aus, da hinten am Dreschen, hier direkt am Main. Der Wenderfahrer ist zwar ein bisschen zu früh da, aber... Oh, auf meinem Rapsfeld, da ist auch schon noch einer am Dreschen. Ja. Raps. Das Witzige ist ja, wir haben heute auch... das Weizen, wir haben heute im D-Level auch gedroschen. Guck mal, nur mit einem 640er Lexion, nicht mit einem 87er, was auch immer ist da. Joa, ne? So ist das. Das Stroh wird später entweder eingesammelt oder nochmal gehäckselt. Was auch mal geil wäre, wenn man das Stroh häckselt, dass es dann auch richtig wie ein G-Life so ein bisschen zu Dünger wird. Für den Boden, wenn man das runterflügt. Das ist ja ein G-Life so. Dann die Biogasanlage. Man sieht richtig, wie das Getreide auf das Laufband fällt. Beim nächsten Mal abtanken, könntest du mich dann mal rauslassen? Ja. Dann guck ich nämlich das Getreide, ob das viel oder wenig Wasser atmen hat. Oh, das waren die Büsche. Nee, warte mal, das ist auch blöd. Soll doch ein bisschen noch wegschneiden hier, glaube ich. Das ist immer eine Umstellerei hier mit diesem
dem Drescher. Ist halt Hightech, ne? Nicht mehr so wie früher, wo du noch die ganzen Hebel ziehen musstest. Jetzt drückst du mit dem Knöpfchen. Sieht schon geil aus, hier hinten Lebe noch am Fahren, das sieht echt geil aus. Hinten am Dreschen da am Mähen. Ja, das sieht gut aus. Der Thomas auch noch an meinen anderen Raps dreschen. Lebe! Jemand gar nicht. Alle sind so ruhig, warum? Weil keine Kekse mehr im Haus sind. Ihr könnt schon noch reden. Jetzt könnten Sie mich jetzt mal kurz rauslassen? Ja. Die Tür klemmt irgendwie. Ja, ich sehe nichts. Ich sehe die an Dings nicht, warte. Danke. Unter der Web. Ja, das sieht ja mal richtig gut aus hier. Ich hab hier die Tür aufgemacht. Die Tür zu, sonst sollen wir uns hier noch alle sein. Achso, ich muss meine Tür zumachen, sonst staubt's. Ja, alles war Staub. Alles dreckig, kann Flo schön sauber machen. Nee. Hat Flo nichts gegen. Kommt Florian vorbei auf Melbuhof und putzt. Also. Hältst du davon? Das ist ein guter Deal, ne? Also, das Weizen hat jetzt 3% Wasseranteil und 7 LSH, also passt. Flo, denkt hier. Schau mich über den Chat. Vor allem mit was Roten vorne dran. Oh! Ja. Falk, die Rechnung bezahlst du. Hm? Die Rechnung bezahlst du. Ah, Mist, verdammt. Ich komme immer von der Spur hier. Alter, ey. So. Ich komm dann mal, ne? Guck mir mal das Stroh an. Das ist eigentlich auch ganz gut. Läuft. Bin zwar in echt noch nie einen Mähdrescher gefahren, aber ich bin bis jetzt immer nur mitgefahren bei jemandem und hab mir da mal ein bisschen was erklären lassen schon, wie was funktioniert. Doch ganz schön kompliziert mit der ganzen Technik. Ja, man muss halt auch aufpassen, dass man muss dann ab und zu mal das Schneidwerk hochheben, ne, weil du sonst den Boden... Ja. Das ist doch scheiße jetzt hier. Nochmal zurückfahren. Komm aus der Spur, das ist nicht gut. Weil sonst ziehst du den Dreck mit. Das habe ich nämlich schon gesehen beim Lohnunternehmer. Der ist dann hat gedroschen, weil sein Drescher kaputt war. Der hat noch so einen alten Glasdrescher ohne Kabine, Alter. Das ist wie aus dem LS13er, dieser Deutz oder sowas, das war. Diese kleine rote. Ja, halt ohne Kabine, ne? So ein Glas. Der hatte so keine Kabine. So ein Glas 20 war das. Das war so ein Deutz-Fahr, keine Ahnung. Der hat auch keine Kabine, das ist so ein kleines rotes Ding.
Auf jeden Fall, wenn du mit so einem Drescher fahren musst, so, da musst du dich ja einpacken wie eine Mumie, so. Da brauchst du Skibrille. Also wenn ich den beobachte, wenn der da dröschen tut, du, mit seinem alten Dröscher da, und der hat immer eine Mütze auf und dann einen Schal hat er drumrum, damit es ihm im Nacken kommt, und dennoch und dann hier und dann eine Sonnenbrille noch auf. Deswegen. Und dann muss der, weil da der Reifen kaputt war, hat er den Lohnunternehmer angerufen. Dann ist er mit seinem John Deere Mähdrescher gekommen und hat das runtergemäht. Droschen. Ja, gedroschen. Man kann auch mähen sagen. Mähdrescher, hört sich viel besser an. Da kann man einen Floh reinstecken und dann haben wir mehr Kekse. Dann kommen da kommen Kekse raus, kein Korn. Paul mobbt mich. Riecht doch nicht. Oh, ganz armer Floh, ganz armer. Du hast das GPS ja gar nicht an. Wer? Die Teile müssen noch runter. Alle Seiten. Da liege ich ja da falsch. Welche Teile? Die Messgeräte von den Seiten vom Schneidwerk. Nee, die sind schon richtig. Sonst hätte das gar nicht funktioniert. Wird der uns hier gar nicht anzeigen, wo wir sind, ne? Und dann fahren wir jetzt nicht mal zurück. Soll ich dich auch wieder zurücklotsen? Nee, das brauchst du nicht mehr machen. Kannst du mir aber wir müssen. Machen? Aber wir müssen auch gleich zum Ende kommen, wenn ich abgeladen habe. Joa, dann lasse ich dich eben raus. Danke. Viel Spaß noch, ne? Oh. So, ich hau dann mal ab, wenn du fertig abgefüllt hast. Zwar nicht viel, aber es passt. Jo. So, erstmal hier schön Tür auf. Willst du mitfahren? Wer will mitfahren? Wohin? Keine Ahnung, ich fahr vorne fast hinterher. Hä? Nee, ich muss in eine ganz andere Richtung. Nee, ich fahr auch. Wo hast du meinen Schneidwerkswagen hingestellt? Ach, da oben. Er steht da hinten. Da eben hin. Ja, wollen wir mal sehen, dass wir das Schneidwerk richtig hingesetzt kriegen. So wie sich das natürlich auch gehört. Mein Schummi. Ist immer so eine Sache, ne? Aber das muss man hinkriegen. In echt hat man... Ist das überhaupt richtig rum? Das kommt doch anders rum. Nein, ne? Falsch rum. Wo ist auf die andere Seite? Hä, aber so rum habe ich es doch auch runtergenommen. Dann hat das einer auf vorhin auch verkehrt rum raufgesetzt. Ja, nichts. Das ist so, weil das war vorhin so rum drauf. Also ich habe da jetzt nicht. Das war Johannes. Der hat das letztes getroschen. Und dann stehen wir nicht. Und dann müsste man normalerweise auf gerade Fläche stehen. Normal ist das hier nicht so gut. Der hat meine ganze Gerste runtergetroschen. Warte mal, ich versuch's jetzt mal von innen. Das müsste von innen jetzt ja besser gehen. Weil das ja da genau in der Mitte. Ja, vom Lohnunternehmen ist ja gerade noch einer bei mir. Bei der Thomas. Ja. Also, ich hau da mal ab, ne? Ja. Ja, tschüss. So, jetzt mal dahin, ich muss das noch zettern. Oder wenden.
Laut Glens ist es Wenden. Ja. Und laut Real Life ist es auch Wenden oder Kreise. Nur schlag mich tot. Oh, das ist ein bisschen zu weit. Ich sag ja, auf krummen Dings darfst du das nicht machen. Das darf ist ich scheiße. Das wieder mitfahren? Baby, wir will mitfahren. Halt, dann zeige ich dir jetzt gleich nochmal einen anderen Weg, okay? Guck mal, das geht automatisch, klappt das zusammen. Darf ich dir gleich nochmal einen anderen Weg zeigen? Muss man das fixieren oder ist das, macht er das selber? Das macht er eigentlich selber, wenn es richtig drauf ist. Na, dann will ich ja hoffen. Darf ich dir gleich nochmal einen anderen Weg zeigen? Der ist viel cooler. Bitte. Ich muss aber nur noch den schönen Trecker wegbringen, okay? So, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir bedanken uns wieder fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Ihr schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehrere Videos sehen wollt. Und ja, ich sagte mal an dieser Stelle tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.